Schildkrötenbabys, frisch geschlüpft aus im Sand vergrabenen Eiern. In Indonesien pflanzen sich die Schildkröten das ganze Jahr über fort. Sobald sie herauskommen, rennen diese kleinen Leckerbissen ins sichere Wasser. Der Strand ist gefährlich, vor allem auf dieser Insel. Der Komodowaran, die größte Echse der Welt. Diese 3 Meter langen Riesen sind Aasfresser und Jäger. Obwohl Kadaver ihre Hauptnahrung ausmachen, töten sie auch große Tiere und sogar Menschen. Warane leben nur auf Komodo und ein paar Nachbarinseln. Sie sind gute Schwimmer, doch die starken Strömungen zwischen den Inseln schränken ihre Verbreitung offensichtlich ein. Die tiefen, engen Kanäle sind nicht nur eine geografische Besonderheit, sondern auch die tückischsten Gewässer Indonesiens. Der indonesische Archipel trennt 2 große Ozeane. Die Wasser des Pazifik werden von den Passatwinden angestaut, sodass sie 1,5 Meter höher sind als der Indische Ozean. Und es herrscht eine starke Nord-Süd-Drift. Auf ihrem Weg zwischen den Inseln hindurch erzeugt sie die schnellsten Strömungen der Welt.